bin auf die Upload-Zeit gespannt. Wie lange, wie willst du das machen? Wie viel pro. Wie lange eine Folge? Ja, 15 Minuten. Und wie viel Folgen pro. Das weiß ich nicht. Also, ich werde keine zwei Folgen an einem Tag bringen. Also, FIFA und so, wenn ich. Ja, ja, eh klar, jeden Tag eine Folge reicht. Das mehr schaffe ich gar nicht. Ja, HNA kommt jeden Tag, oder? Aber es ist neue Augen. Ja. Das ist so seit Wochen aus. Ja, aber es ist doch vorher jeden Tag kommen, nee, oder? Nee, habe ich neue Augen, haben sich dann mit FIFA gewechselt. Ach, das ist aus. Ja! Die Kanalliste, die Playlist, die Sachen wird nicht mehr voll gespammt, wir denken, ich habe jetzt neue Augen folgen. Die voll gespammt, das Spiel war voll geil. Ja, ging schon. Ging schon? Ja, hört man nicht hier, Jungs. Hey, das macht man, das ist unhöflich. Zum Glück hat jetzt keiner gerade bis auf. Also, wir haben ja politisch korrektes Let's Play, du kannst sowas nicht bringen. Ja, ja. Können wir Arschloch sagen. Arschloch. Ey, du darfst das nicht! Das näher mal abschreiben sollen, das vielleicht Guttenbergen sollen. Ja. So. Gestern habe ich so einen Film geschaut, das war Aufnahme, irgendwie so Der Minister, kennst du? Nee. Da wäre irgendwie ein Guttenberg sein Ding. Das ist ein Thriller. Nein, nein, es ist so. Amok läuft. Nein, der Minister. Das ist eine Komödie. Also, ja. Da, fast, da, ich hab's fast gewusst. Nicht runterfallen, da wird der Guttenberg so ver. Also, gibt's ja so einen, der heißt Donnerberg. Und die Zeitung heißt Blitzkurier. Also, das Blitz so groß geschrieben, weiß und so roter Rahmen also, rum. Kommt uns ja überhaupt nicht bekannt vor. Nein. Und ja, geh da runter, aber mach Fackel. Mach Fackel, sonst mach ich dich kaputt, mach Wasser weg. Mach Wasser weg. Ja, und dann? Ja, da wird halt immer, da wird so dargestellt, dass er seine Arbeit gar nicht selber geschrieben hat, sondern dass er vom Ghostwriter schreiben lassen hat. Ja. Das heißt, der Ghostwriter schon ewig mit dem Kumpel und so. Und er wird halt, der schreibt all seine Reden und so, und irgendwann hat der Ghostwriter keinen Bock mehr, weil er selber gar nichts kann und der Ghostwriter halt alles macht für ihn, alle Entscheidungen trifft und er eigentlich der Minister war sozusagen. Dann erst kündigt der Ghostwriter ja, oh, dann geht sein Erfolg aber nur ein bisschen weiter. Und dann der Ghostwriter hat damals in seiner Doktorarbeit, hat er Geld von ihm gekriegt, für die Doktorarbeit. Allerdings nur für Stellen. Machen wir jetzt unsere spontane Höhlentour oder was? Na, ich baue da schon mal einen Abgang. Nee, wir gehen Abgang. Dann in die Schlucht, Mann. Nicht da rein. Okay. Wir gehen hier nicht rein. Du kommst halt rein. Und auf jeden Fall, dann hat er ja die Zitate gelöscht, weil er hatte nur Geld für die selber geschriebenen Stellen gekriegt, für den Typen, nicht für die Zitate, und er wollte halt möglichst viel Geld, verständlicherweise. Und dann hat er die Doktorarbeit nach Bremen geschickt, da haben sie es dann überprüft und dann eben die Plagiatsvorwürfe und so, und dann tritt er zurück und dann ist der Typ endlich zufrieden. Leute, absoluter Tipp, gibt es sicher irgendwo in der ARD oder ZDF Mediathek? Nee, ich meine, der war nicht okay. Brains. Ja. Nee, es waren andere Zombies, die über Brains. Ja, du wirst jetzt nicht runterspringen. Ich doch nicht. Du kennst mich doch. Zukunft, sorry, genau das ist das Problem. Zukunft. Es ist der verbrannt. Verbrannt. Ja, sag ich doch. Nein, sagst du nicht. Was beim Handy ja extra T9 X schalten wir, ich hab's jetzt auf Zeitung rausgekommen. Oh. Nee, jetzt keine Insider. Ballettspiele. Ich hab's keine Insider. Boah, was ist das für seltenes Material? Mach zu, naja, mach zu. Seltenes Material. Das hier. Ich kann es gar nicht mit. Was ist das? Ich dachte, das war Zinn. Was ist das? Ist das? Nein, das ist Zinn, ja, das ist Zinn. Zinn. Kann man es eigentlich auf Deutsch stellen? Nee, Ticket nicht. Ich spiele Minecraft generell auf Englisch. Ich meistens, aber manchmal stelle ich auf Deutsch. Weil ich so spontan. Du es nicht verstehst. Nee, manchmal habe ich so spontan Lust auf Deutsch. In die Ferien, wenn ich wochenlang im Deutschunterricht gehabt habe. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ich spontan Lust dann fällt auf Deutsch hören, aber im Deutschunterricht auf. Ja. Boah, das ist sau viel. Wir wollten vielleicht da oben. Was ist das Blaue? Ist es dir? Ah, oh, das ist Lala. Lala? Lapis Lazuli. Ja, genau.
Lala. Ey, Alter, du machst doch Anspielungen auf Vollidiot. Vollidiot habe ich nicht gelesen. Kennst du? Ne, ich kenne den Namen, aber ich habe es nicht gelesen. Ach so. Vollidiot Von Millionär. Tommy Jaud. Genau, Vollidiot. Also hier, man darf hier Schleichwerbung machen für Tommy Jaud. Tommy Jaud? Habe ich schon Tommy Jaud gesagt? Ja, der ist gut. Hummeldumm. Ja. Vollidiot, Millionär, Buchtipp. Übermann, ne, Autorentipp. Autorentipp der Woche. Ja, genau. Und was am, der Autorentipp, der Zocker überlebt. Und hier der Autorenwoche, ja. Der Autorenwoche, Und ja. hier der Autorentipp der Woche mit David und Philipp. Ich soll nichts kommen, soll mir die Tür ein bisschen auflassen? Es ist Nein. kein Mensch da. Ja, dann sagt's aber nichts. Wir sagen ja nichts, kein Mensch ist da. Ja. Okay, ein bisschen warm. Das ist ja So. Spontane Unterbrechung. Ja, genau. Technische Defekte. Ja, was heißt die Defekte? Das war wieder super. Jetzt darf ich das wieder rausschneiden. Oder machst du wieder Flo? Ja. Tessa Mann ist öfter Bestandteil vom Let's Play als ich. Ach so. Florian! Aber als wäre mir ein Infovideo aufgenommen, Hintergrundmusikantenstadion geschaut. Im gleichen Raum, ja, im gleichen Raum. Quasi 3 Meter vom Flo weg. Und wir haben ein Infovideo aufnehmen müssen. Tja, wir Bosse es halt einfach. Gott sei Dank war ein Flo so sein Mikro zu der Zeit so schlecht, dass man das gar nicht gehört hat. Ich brauche wieder Kohle. Ich bin. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich kein Holz mehr. So. Das könnte dauern. Ich habe gedacht, wir machen ins Gehöhlen. Wir müssen später unbedingt in die Schlucht gehen, aber da haben so viel Rohstoffe jetzt hier, ne? Ja, kann man nicht. Kann man. Die kannst du einfach nicht liegen lassen. Ja, wenn ich halt jetzt. Sonst das Gold überhaupt mitnehmen. Nee, nicht. Brauchen wir Gold? Also, braucht man für Ticket Gold? Nee, eigentlich nicht. Oh Mann, Gold hat doch nie einen Vorteil, oder? Das gibt's irgendwie Werwölfe? Nee, das ist More Creatures. Gronkh hat das. Ja, More Creatures. Achso, ich weiß More ja nicht. Creatures. Ich weiß ja nicht, dass Gronkh More Creatures hat. Ja. Da kommt jetzt nichts von hinten, natürlich. Von hinten? Muss ich wieder auf ab 18 schalten. Das macht YouTube einfach selber. Vor allem wieder. Na. Oh Mann, nicht schon wieder. Oh mein Gott. So, das war jetzt der Erste. Oh. Ey, du? Du? Ich würde die Rohstoffe gern. Ja. Du ich nervst. Weiß, ich weiß, dass du da feststeckst. Ist das praktisch für dich, weil sonst. Wow! Wow. So hat er ausgelöst. Boah, Glück gehabt. Nee. Ah. Ja. Fail like a boss. Man kann like a boss. Was war Nein, das? Dann kommt jemand, das ist Nikolit. Nico. Wie viel so behinderte Ärzte gibt's da bitte? Ja, Gott, das kann ich gar nicht mitnehmen. Wollen wir die alle merken? Ja. Okay, okay. Für was brauchen wir Zinn? Zinn, oh, das braucht zum Beispiel für Batterien. Batterien brauchst du recht. Ich viel. Weiß, wie viel. Ja. Die können wir wieder aufladen, machen wir da gut. Ja, aber du brauchst sie zum Craften. Ja, ich weiß schon. Zum Beispiel für Badboxen. Also für ja, ich habe ja schon. Ich habe schon ein bisschen. Ich weiß, was eine Badbox ist. Ich habe schon ein bisschen Ticket das gespielt. Jetzt keiner gehört, was ich gesagt habe. Fliegen ausboxen, ja. Ich muss das nicht unbedingt nochmal sagen, du wirst die Dummheit wirklich so zur Schau stellen. Da war roter hey. Stein. Uran? Uran? Nee, es ist nicht Uran. Nee, das ist nicht Uran. Dann waren wir tot. Das ist ein Smaragd. Ist das Smaragd? Die kannst du nicht mitnehmen. Das ist kein Smaragd. Nein, Smaragd hat sicherlich eine Textur. Ja, ich hab's mir nämlich auch gerade gedacht. Ist das noch gar nicht eingeführt, aber das ist ganz sicher ein Smaragd. Weil du nicht mitnehmen kannst.
Nee, sondern weil ich den. Wie viele Ärzte gibt's da? Privatding auch hab. Okay, den kann ich auch nicht mitnehmen, oder? Nee. Wie viele Ärzte gibt's? Es gibt viele. Und was brauchen wir für Mining Turtle? Das ist die wichtigste Frage. Was brauchen wir für Mining Turtle? Gleich. Muss es noch schon? Ja. Auf jeden Fall brauchen wir 3 Diamanten. Wir brauchen Diamantspitzhacke für Mining Turtle. Ah, kann der schon gebraucht sein? Nee, die muss neu sein. Ja, aber gebraucht, die haben wir auch nicht. Kein einziger Schlag. Ja. Weißt du, was du machst? Du craftest doch nie, hau da voll auf Maus drauf, nachdem du es in der Hand teilst. Du kannst ja Facepalm auf die Tastatur machen. Nicht schon wieder. Ja. Da ist intern so ein bisschen. Ja, Wette kann man nicht sagen, ne? Ne, haben wir gar nicht aufgenommen, oder? Den Abend. Need for Speed haben wir gar nicht aufgenommen. Nee, da haben wir nicht aufgenommen, also es bleibt der Insider. Ja, sonst hättet ihr das jetzt am Kanal nachschauen können. Gut, hier ist nichts mehr. Wir brauchen ein Thema, lass uns doch mal über aktuelle. Den Länderfinanzausgleich. Nee, da verstehst du nicht nur davon, glaubst du mir. Ja, das glaube ich ja. Lass uns mal über Akt, also ich schon, aber. Aber Länderfinanzausgleich, ich glaube, Berlin ist hoch verschuldet. Berlin? Ja. Sagen wir so, bei uns, also jetzt dann nimmer, aber bei uns zahlen die Studenten Geld, Studiengebühr, und in Berlin kriegen die Studenten Geld, wenn sie studieren anfangen. Das ist Länderfinanzausgleich. Wenn du in Berlin zum Studieren gehst, dann drücken sie dir Geld in den Tent, da, danke, dass du Studieren anfängst. Und unsere Studenten zahlen Studiengebühren. Ja, noch. Das ist das allerletzte. Noch. Ja, so. Noch. Ja, Gott sei Dank. Das war ja echt. Wenn ich da zum Studieren anfange, dann. Nimmer. Ja. Zum Glück. So. Den hier noch, ich glaube, das war's aber jetzt dann. Ja. Ah, nein, ich hab voll ein Ohr, aber man besummelt es nicht vor. Erstens kann ich nicht pfeifen, das ist der falsche Aufgang. Du hast ja irgendwo schon einen Aufgang. Nein, habe ich nicht, ich bin einfach runtergerannt. Ja, aber irgendwo hast du dann einen Aufgang, oder? Da vorne ist er. Du hast gesagt, du hast schon einen Aufgang. Uran hol ich mir nachher. Können wir nicht mitnehmen? Ja, sag ich auch, hol ich mir nachher. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner und haut mich runter. Ja, alles aus Marmor. Mm, voll unzählt. Ja, ich bin mit der Höhle noch gar nicht fertig. Haben wir den Eingang des Nai-U-Bahn schon mit Marmor ausgelegt? Nee, noch nicht. Muss ich noch machen. Lass uns doch mal über die aktuellen Geschehnisse bei YouTuber reden. Oh fuck. Oder ist das ein schlechtes? Das ist ein schlechtes Thema. Ich hab mit dem Oh fuck habe ich nicht das gemeint. Was so? Schon auf die Karte. Ja, ich weiß schon, es ist Nacht. Die Ehrlichkeit der Karte, ja genau. Wir brauchen ein schlechtes Thema. Deshalb. Hast du WLAN? Ja, aber die hören WPA2. Ganz vergessen. Ja, nimm da mein iPod. Okay, wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Und wo sind die Mobs? Ich habe jetzt ein gute Themen. Nachdem wir das Plug, wo das ausschalten, gute, ne? Gute Minecraft-Themen. Ich habe einfach ein gute Themen. Dann schauen wir mal. Boah, die habe ich gar nicht gesehen. Bist schon ein bisschen Idiot, oder? Ja, ich hab. Der Bildschirm ist so dunkel. Ja, ja, dann alles auf. Brain. What the fuck? Bitte nicht, renn. Der wird uns jetzt hier ein Loch in den Vorgarten machen, dann machst du das Loch zu. Was ist mein Internet? Google. Also, ne, erst auf der Google-App runtergeladen, oder? Ich habe nichts zum Glück gehabt, ja. Also, ich habe mal Google Chrome runtergeladen. Ja. Alter, jetzt gute Themen. Ach, der Herz, komm direkt da. Ich wollte jetzt eigentlich den reinlassen, dann die Tür zu machen, aber ich glaube, der hat uns gerade einen Eisenhelm. Was kommt als erstes? Jugend debattiert. Gute Themen für eine Debatte. Nein. Gute Themen beim ersten Kennenlernen. 15 gute Fragen für dein erstes Treffen. Was können gute Pro- und Kontra-Argumente sein? Was ein echter Blogger braucht? Alter, nein, oder? Ein Bild von Westerwelle. Ja, ich mache jetzt hier das Dach weiter, weil ich meine. Wie wäre das zu einem spannenden TV-Beitrag? Das ist doch fast das, was wir brauchen.
Naja, TV. Also wenn das ins Fernsehen kommen würde. Also stehen keine Themen, oder was? Da wird bloß erklärt, wie man ein gutes Thema findet. Ja, toll. Das bringt uns in unserer Situation recht viel. Medienrecht.